Kommende Woche startet der zweite von vier Filmen, die David Fincher machen wird für Netflix in einem übergeordneten Deal. Und damit ist die Rede von The Killer bzw. Der Killer. 119 Minuten ist der lang, ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem 26. Oktober in den Kinos und ab dem 10. November dann auf Netflix. Also im Vergleich ein relativ kurzes Kinofenster. Jetzt nicht wie bei aktuell Killers of the Flower Moon oder im November dann Napoleon, wo jeweils Apple ja der Streaming-Service ist und die sich dann mit Sony Pictures und Paramount zusammengetan haben, um eine größere Kinoauswertung zu machen. Es ist trotzdem hier erst einmal ein Film, wo es sicherlich sehr spannend ist, sich den auf der Kinoleinwand anzuschauen, auch wenn die grundsätzliche Storyline man sehr kurz sagen kann, weil es ist die Geschichte eines Profikillers, dem schauen wir die ganze Zeit in seinem Routinen über die Schultern, bis alles ein bisschen anders kommt und er vielleicht seine eigenen Regeln brechen muss, aber das gleich nochmal ausführlicher. Und der Film basiert auf dem französischen Comic Le Tueur, den David Fincher schon seit knapp 20 Jahren umsetzen möchte und war auch nach Mank nicht sicher, welchen Film als nächstes macht, hat sich dann aber 3-4 Mal mit Michael Fassbender getroffen, der hier die Hauptrolle spielt und gemerkt, der ist total dedicated, der hat total Lust auf diesen Film und ich finde, das merkt man in The Killer auch, der nämlich sehr, sehr viel richtig macht, spannend ist, teilweise witzig ist, in der wenigen Action, die sie hat, richtig stark aussieht und vor allem diese 2 Stunden für mich fast wie im Flug vergangen sind, weil wir diesen Routinen folgen, die aber immer wieder so abweichen, dass ich das Gefühl habe, das wirkt so seziert und so chirurgisch präzise ausarbeitet, dass David Fincher dafür auf der einen Seite bekannt ist, aber wir noch einmal jemandem bei seinem Handwerk so zuschauen in der Akribie. Ist es von akribisch das Substantiv? Ich weiß es nicht. Es aber so interessant gleichzeitig ist, wie wenn dann auch etwas schief läuft, man sich überlegt, okay, wie weit lässt sich diese Figur denn überhaupt irgendwie auseinanderziehen? Der Profikiller, der keinen weiteren Namen hat, hat ein paar klare Regeln. Antizipieren und nicht improvisieren, niemals Empathie zeigen und vor allem heißt das Vorbereitung, Beobachtung. In dem Moment, wo man den Abzug an der Waffe drückt, sollte der Herzschlag möglichst unter 60 Schläge pro Minute sein, damit die Kugel auch die perfekte Laufbahn hat und nichts schief gehen kann. Und auch wenn Langeweile mal aufkommt, ist Konzentration immer gefragt, niemals irgendwie den Schlendrian einkehren lassen, um mir mal ein Wort zu nehmen, was eigentlich nicht zu diesem Film passt. Und so folgen wir diesem Profikiller, der weiter keinen Namen hat, nach Paris. Während er eine Sache plant, an einem WeWork-Studio unterkommt, Tag für Tag verstreicht, um seinen Klienten zu finden, beziehungsweise denjenigen, den es zu töten gilt. Viele Fragen werden nicht gestellt und er stellt sich auch auf keine Seite von gut oder böse. Er richtet nicht darüber, wer verdient hat zu sterben und wer nicht. Er bekommt einen Auftrag, er stellt keine Fragen und wer sich leisten kann, ihn zu engagieren, der kann auch erwarten, dass der Auftrag ausgefüllt wird. Dabei ist er selbst jemand, der versucht, in der Masse irgendwie unterzukommen. In einer Welt, in der alles voller Kameras ist, ist die beste Strategie, nur nicht aufzufallen. Weswegen sein eigenes Credo ist, dass seine Verkleidung er sich von einem deutschen Touristen abgeschaut hat, denn man weiß, mit denen will sowieso keiner zu tun haben. Und da zitiere ich den Film an dieser Stelle, der aber auch weder schick rumrennt, sondern einfach irgendwie nicht auffällt in der Masse. Und wenn es darum geht, seinen durchtrainierten, topfitten Körper das richtige oder genug Eiweiß zuzuführen, weiß er, dass er für 1 Euro 10 Gramm Eiweiß bei McDonald's bekommt und er einfach nur das Bun ringsherum weglässt. Und das ergibt in The Killer erst einmal schon so einen Einstieg von einer Figur, wo man weiß, die weiß ganz genau, was sie tut. Sie will kein bisschen abweichen von dem Pfad und so kalt und steril, wie das klingt, ist auch der Look, der immer wieder mit sehr kühlen Farben agiert. Aber es ist so eine Faszination da drin, diesen Mann über die Schultern zu schauen, dass wenn er dann auf einmal sein Ziel verfehlt, dass eine ganze Reihe von Dingen in Bewegung setzt, wo er zum Gejagten wird und beschließt, so nicht. Und es fängt alles wieder von vorne an und er sucht sich diejenigen, die sterben müssen, damit er selbst sicher sein kann, nicht verfolgt zu werden. Also erst einmal grundsätzlich keine so neue Geschichte, aber es ist die Art und Weise, wie Fincher das inszeniert. Nehmen wir beispielsweise die Musik. So sehen wir am Anfang schon, wie unsere Hauptfigur sich Kopfhörer in die Ohren setzt, um mit der Musik sich abzulenken, beziehungsweise in die Konzentration reinzukommen, während wir von außen dann wieder draufschneiden. Diese Musik sofort in einem harten Cut, wie die Filmmusik dann drüber liegt, wie wir dann wieder zurückschneiden mit einem harten Cut auf die Kopfhörer, wieder zurück in diese Musik. Und so haben wir immer wieder einen Wechsel aus brachial lautem Sound und dann ganz leisen Tönen bis hin zu Mucksmäuschen stiller Atmosphäre, die immer wieder auch für so ein Gefühl im Kinosaal sitzt, wo es nicht darum geht, sauber ein- oder raus zu faden, sondern Wirkung zu erzielen. Und auch in den Bildern, die, wenn unser Killer teilweise darüber sinniert, wie es wäre, wenn man in Storage Wars eines seiner Lager finden würde, die randvoll gepackt sind mit allem, was man braucht, für Tarnung, für sich fortbewegen, ohne erkannt zu werden, ergibt es nach und nach, je länger man diesen Film schaut, so ein ganz klares Muster von Dingen, wo man begreift, wie weit das reicht. Und diese
dieser Film ist nicht die Geschichte rund um einen Mann, der irgendwie herzlich ist, so eine Tiefe hätte wie ein Leon der Profi, der irgendwann entdeckt, da gibt es eine Bindung, da gibt es eine Ebene, da gibt es neben den eigentlichen Regeln vielleicht noch eine Verantwortung, meinetwegen sogar Liebe, wenn man so weit diskutieren wollte. Dieser Mann hat Grenzen, die, wenn sie überschritten werden, er ganz klar auch reagiert, aber er trotzdem mit den unterschiedlichen Menschen, die er aufsucht, auch unterschiedlich umspringt. Und da ist Michael Fassbender, finde ich, eine feine Wahl. Da ist so eine leidenschaftliche Kälte in dieser Figur, der so ganz klar fokussiert ist und nicht nach links und nicht nach rechts schaut, der genau weiß, wann ihm was blühen könnte und der aber vielleicht auch bereit ist, anders zu agieren, als wir es erwarten in manchen Momenten. Und da gibt es Sequenzen oder da gibt es Kapitel, in die der Film unterteilt ist, wo er in Konstellationen trifft, wo geredet wird. Was ich sehr spannend finde, wie geredet wird, wenn wir über zum Beispiel Tilda Swinton, die immer eine großartige Akteurin vor der Kamera ist, ein Bild davon bekommen, wie diese Welt funktioniert, worüber man eigentlich nicht sauer sein sollte, was immer passieren kann, aber auch wann weiß, was einem als nächstes blühen wird. Oder über Sailor Baker, der The Brute ist, wir auf einmal eine Action-Sequenz abgeliefert bekommen. Und das ist eigentlich die einzige im Film, die aber so on point choreografiert ist, mit noch einem richtig fiesen kleinen Witz mittendrin, dass man richtig merkt, wie der Comic Relief kurz funktioniert, ist dann wuchtig, knallt und man das Gefühl hat, man würde hier fast die Knochen brechen hören, so weit wie sie sich biegen, aber eben da auf zwei Seiten, welche sind, die auch wissen, wie sie im Close Combat umgehen können. Und da muss ich sagen, gerade dieses Dosieren von Instrumenten, die man zur Verwendung hat, und Dean David Fincher, ich meine, der Mann hat Filme gemacht wie Der verseltsame Fall des Benjamin Button oder Gone Girl, Zodiac, The Social Network, Panic Room, Serien wie House of Cards, Love, Death and Robots oder Mindhunter, zuletzt Manx, natürlich wahrscheinlich die ersten beiden großen Filme mit dem Kopf haben, 7 oder Fight Club von ihm, der kann die ganze Palette durchbedienen, wenn er möchte, aber genau das gezielte, dosierte Verwenden von dem, was man da macht, erhöht die Wirkung, weil es sich dann nicht kannibalisiert. Und da habe ich einfach einen Michael Fassbender, den ich immer wieder gerne zusehe, das Gefühl gehabt, hier ist eine perfekte Wahl, um genau das zu erzählen, wie der Film ist. The Killer. Und über diese Schulter schaut man, und das finde ich faszinierend, das finde ich spannend. Wir wechseln die Schauorte von Paris in die Dominikanische Republik, nach Florida, New York, New Orleans, Chicago. Und immer wieder diese Abläufe von ausspionieren, beziehungsweise anreisen, ausspionieren, vorbereiten, abreisen. Wie komme ich weg? Wie laufen diese ganzen Dinge auseinander? Wo aber alles mit einer solchen Schnelligkeit und dem Entsorgen passiert, an verschiedenen Stellen, dass ich beim Gucken dachte, so porträtiert habe ich das auch noch nie gesehen. Und das wirkt so eine Faszination fast aus, dass ich manchmal den Vibe bekomme, ich würde hier auch in einer Doku drin sein, darüber, wie macht man das eigentlich in diesem Berufsfeld? Und da finde ich, hat man so eine gewisse Magie, die sich dem so überstäubt und die bildet sich in der Musik, die bildet sich auch in der Bildsprache wieder, wo man das Gefühl hat, dass exakt das gezeigt wird, was gezeigt werden soll. Und da ist einfach eine sehr akribische und klare Art des Arbeitens drin. Für mich funktioniert der Cast komplett, allem voran Michael Fassbender, dem wir in jeder Szene folgen und wo ich dann dachte, das macht er einfach mal wieder richtig gut. Hab den zuletzt einfach auch zu selten auf der großen Kinoleinwand gesehen. Ich finde, es ist ein spannender und sehr fokussierter Film, der sehr geradlinig inszeniert ist. Im Grunde mit den wenigen anderen Mitteln, mit denen er da mal umgeht, das aber genau in dem Umfang macht, dass ich immer das Gefühl hatte, genau so ist es erdacht und funktioniert dann auch. Und ich habe die 2 Stunden im Kinosaal nicht gemerkt und fand auch die Musik, den Umgang damit sehr spannend in The Killer, bis hin zu dieser sehr kühlen Farbpalette. Im Grunde ist es eigentlich ein B-Movie und eine kleine Geschichte. Und angeblich soll der Film ein Budget von 175 Millionen Dollar haben, kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Da sieht er deutlich kleiner aus, aber dass Netflix vielleicht in so einem Riesendeal eine gewisse Position deutlich überbezahlt mag, dazu zu gehören, um so einen großen Namen an sich zu binden. Aber The Killer bzw. Der Killer, gebt euch das Ding. Also im Kino, finde ich, lohnt sich der auf jeden Fall dann ab kommende Woche, ab dem 26. Oktober, spätestens aber auf Netflix, ab dem 10. November. Von mir bekommt er 9 von 10 möglichen Punkten als Thriller-Drama, insgesamt 9 von 10 möglichen Punkten, ganz ehrlich. Während ich mir so reden höre, merke ich, den mag ich eigentlich. Ich glaube, das ist so ein Film, und da kann man ja nur so ein bisschen rein prognostizieren, weil ich habe den vor 48 Stunden gesehen zum Zeitpunkt der Review, wo ich dann so in 1-2 Wochen denke, oh, den mochte ich eigentlich richtig gerne. Und ich glaube, den mochte ich richtig gerne. Und deswegen von mir eine dicke Empfehlung an der Stelle. Und ich bedanke mich dann fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.